Hello, 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 ja! Hallo, meine Lieben! Na, alles gut bei euch? Hoppala! Ja, Mutti nimmt das Auto auseinander. Oh, your girl is hungry! Ich habe so einen Hunger, dass ich einen kompletten Bären verdrücken könnte, wenn ich noch Fleisch essen würde. Und deswegen machen wir jetzt einen kurzen Stopp bei Burger King. Denn da gibt es ja den Impossible Burger. Und dann musste Mutti arbeiten gehen, ja? Ich hätte heute eigentlich frei gehabt, aber Johann hat angerufen. We all know Johann, right? One second. Hello, welcome to Burger King. Uncle Whoppers, how may I help you? Hi, can I get the Impossible Whopper combo? Medium or large? Medium with cheese. And your drink? Can I get a Sprite? Right? Yes. Anything else? No, sir. 951, first window, please. Thank you. No problem. Ja, es sind zwei Fahrer ausgefallen und da rufen wir halt mal die Miss Sandra an, ne? Hab ja sonst nichts zu tun. Nein, ich bin ganz froh, dass ich arbeiten muss, denn bei uns nebendran wird weiter gebaut und gehämmert und es piepst den ganzen Tag und ich bin fast am Durchdrehen. Ich war heute zwar viel unterwegs, weil ich heute Morgen einen Zahnarzttermin hatte und habe dann noch so ein paar Erledigungen und Besorgungen machen müssen. Did you hear that? Ja, auf jeden Fall werde ich mir jetzt noch ganz schnell was in die Kiemen, zwischen die Kiemen hauen und dann werde ich arbeiten gehen. Ich weiß nicht wie lange. I don't know. Aber ja, Schatzi wollte heute Abend sowieso mit kleinen Mäuschen ein bisschen Zeit verbringen, weil mein Mann, der muss nächste Woche weg. Was also bedeutet, dass ich mit Lauren wieder alleine sein werde. Und dann muss ich auch noch meinen Schichtplan mit Johann besprechen. Ich weiß nicht, ob ich dann nächste Woche überhaupt reingehe oder... Weil Tatsache ist, dass ich ja dann nur morgen zum Mittags arbeiten könnte. Aber ja, ich glaube, es wäre auch mal ganz gut... ein paar Tage zu Hause zu sein. Genau. Ja, Haussuche, meine Lieben. It's not happening. Okay? It is not happening. We're gonna stay in that house. Wir haben nichts gefunden. Und der absolute Abschuss war jetzt dann das letzte Haus, das wir uns angeschaut haben. Da war dann noch ein totes Eichhörnchen vor der Türe gelegen. Excuse me? Ich scheiß euch nicht an, Leute. Ich hab's am Wochenende mit meiner Mama gehabt. Ich hab der da Sachen erzählt. Dann wäre mal ein einigermaßen akzeptables Haus dabei gewesen. Ja, dann hat man aber neongrüne, neonorangene und blaue Wände. Und ist alles in einem Haus. Und dann darf man das nicht mal changen, ja? Also man darf es nicht mal umstreichen. Moment. Hello. Not prepared. Ja, und wir haben da Sachen gesehen, Leute, das war der Wahnsinn. Thank you, you too. Ja, und jetzt haben wir uns am Freitag dazu entschlossen, in diesem Haus zu bleiben für die nächsten 2 Jahre. Jetzt muss das Ganze aber erst noch mit. Ja. Thank you. You too. Can I get some? Excuse me. Can I get some range? Yes. Zack, einfach das Fenster zugemacht. Kennt ihr nichts? Thank you. So, jetzt haben wir es aber. Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt dazu entschlossen, in diesem Haus zu bleiben. Jetzt haben wir aber auch gesagt, wir machen jetzt die nächsten 2 Jahre noch voll, bis wir dann wirklich North Carolina verlassen. Und ja, jetzt müssen wir das natürlich erstmal mit den Besitzern von dem Haus klären. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob die auch Militär sind oder keine Ahnung.
ob die da jetzt irgendwie vorhaben, in den nächsten 2 Jahren in das Haus einzuziehen. Und jetzt haben wir uns heute Morgen mit der Maklerin in Verbindung gesetzt. Ist es Maklerin? Also die, die für das Haus verantwortlich ist. Melissa, ja. Let's not talk about her. Ja, und sie meinte, sie würde jetzt die Hausbewohner heute kontaktieren und würde sich dann im Laufe des Tages bei uns melden. Also das wäre jetzt der absolute Knaller, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bleiben für die nächsten 2 Jahre in dem Haus und jetzt sagen die Hausbesitzer aber, oh nee, wir kommen in 8 Monaten zurück, dann müsst ihr raus. Ja, was habe ich mir denn bestellt? Pommes und Hamburger. Müsst ihr mir jetzt beim Essen zugucken, Schätzelein. Da kenne ich jetzt nichts. Hab Hunger. Oh, nee. Die sind aber nicht fresh. I don't care. Ich hab so einen Hunger. Hab heute noch nichts gegessen. Weil, wie gesagt, heute Morgen Zahnarzttermin und so. Und dann will man ja nicht, dass da so noch eine halbe Kuh drin hängt. Und dann war ich aber hinterher so busy, dass ich total vergessen habe, was zu essen, ja. Deswegen müssen wir das jetzt schnell machen, bevor wir reingehen. Into the store. Ja, aber so viel Eis drin, dass man das Röhrchen gar nicht reinbekommt. Soll ich euch mal zeigen, was ich gefunden habe bei TJ Maxx? Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich ja unbedingt diesen Fitvia-Tee ausprobieren wollte, aber gar nicht mal wegen dem Tee, sondern wegen diesen Bottles. Ja, die haben ja so wunderschöne Rose Gold Bottles. You don't need to buy no freaking tea to get the bottle, okay? Look at this. Look at this. Beautiful. Absolutely gorgeous. Schön mit Bambus-Deckel. Und dann hat man hier oben so einen Einsatz für den Tee. Lecker Ingwer-Tee drin. Schmeckt jetzt natürlich vorzüglich mit Pommes und einem Burger. Nein, aber können wir uns bitte über die Schönheit dieser Bottle unterhalten? Honey, tell you. Und bei euch so? Also ich versuche nicht zu schmatzen. Was bevorzugt ihr denn eigentlich? McBurger? Oder Burger Donald? Burger King oder McDonald? Also bei uns hier in Amerika gibt es ja nichts Vegetarisches bei McDonald's. Die müsste ich ja eigentlich verklagen. Finde ich ein Unding. Ich habe mir meine Nägel machen lassen von einer Arbeitskollegin, weil die gerade dabei ist, das Ganze zu lernen und sie mich gefragt hat, ob sie mir die Nägel machen darf. Ist okay. Braucht noch ein bisschen Arbeit. Aber so overall muss ich sagen, finde ich es gar nicht kacke. Und ich musste dafür auch nichts zahlen. Und nach geschenkten Katze schaut man ja auch nicht in den Arsch. Ne? Also dann nimmt man das. Whopper. Mit Käse. Also nein, ich bin nicht vegan. Aber das ist der plant-based. Ja, also da ist nichts mit Fleisch oder so. Shit, ich habe aber vergessen zu sagen, ohne Pickles. Weil die hauen da immer so viele Gurken drauf. So good. Ja. Und auf jeden Fall, nachdem wir uns jetzt dazu entschlossen haben, in dem Haus zu bleiben, wollte ich das Haus jetzt fertig machen. Also, ihr wisst ja, wir hatten ja so eine kleine Situation, ja, mit den Zimmern. Das eine war Military Room und da war noch ein Haufen Zeug drin. Und dann drüben, das war
Candle-Zimmer und drüben in dem Military-Zimmer war aber mein Schminktisch und dann aber drüben in dem Candle-Zimmer, was eigentlich mal angefangen hat, das Beauty-Zimmer zu sein, war dann noch ein Gästebett. Und da habe ich jetzt am Freitag gesagt, so Leute, jetzt ist Tucke hier, wir bleiben jetzt in dem Haus und dann will ich jetzt auch, dass es schön gemacht wird. Schatzi war, glaube ich, sehr traurig, dass er erst nächste Woche geht. Der wurde rangezogen an den Zentimeter. Habe ich gesagt, komm Schatzi, wir räumen jetzt alles aus. Ja, wie, wir räumen jetzt alles aus, Alter? Wir räumen jetzt beide Zimmer komplett aus. Ja, und dann? Und er sagt, ja, dann ist mein Part. Weil dann wurden beide Zimmer von oben bis unten blitzeblank geputzt und sauber gemacht. Fenster, Baseboards, Türen, Wände habe ich sauber gemacht mit meinem Magic Eraser. Da waren überall irgendwelche Flecken dran. Den Teppich habe ich tiefengereinigt mit meiner Maschine, ja. Gut, sind immer noch ein paar Flecken drin, die nicht rausgehen, aber zumindest ist der Teppich jetzt sauber. Und jetzt habe ich tatsächlich ein eigenes Zimmer für meine Kerzen und für mein Beauty. Und hinten das Military-Zimmer ist jetzt das Gästezimmer. Und Leute, es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Gut, wir haben da jetzt zwar noch die Wäschekörbe drin, ja, und mein Staubsauger steht da mit drin. Also so zwei, drei Dinge, die man jetzt halt rausräumt, wenn man Gäste hat. Aber ich habe ja jetzt nicht so oft Gäste, ne? Muss man ja jetzt auch mal sagen. Und habe ich jetzt Burger an den Zähnen hängen? Müsste auch durch. Auf jeden Fall, ja, das sind dann halt Dinge, die kann man rausräumen. Ne? Ist jetzt nicht so das Problem. Aber, oh, dann waren wir am Sonntag, waren wir bei Lowe's und haben Regale geholt für das Zimmer, für mein Zimmer. Und die hat Schatzi auch schon aufgebaut. Und die stehen jetzt schon alle an der Wand. Und in der Mitte steht da mein Schminktisch. Und Softbox und Kamera. Und ich bin noch nicht fertig. Aber Leute, das wird richtig geil, wenn ich dann mal fertig bin. Mhm. Und dann haben wir jetzt auch noch so ein paar Deko-Sachen geändert. Also unten in der Gästetoilette, in dem Gästebad, da war ja alles in Rot. Und das hat mir vom Ding her auch gefallen, aber ich habe jetzt was anderes gebraucht. Ich wollte jetzt was Frisches und ja, so ein bisschen was Frühlingshafteres. Und jetzt haben wir unten im Bad alles in einem Mint-Pastellgrün und Leute, das sieht so geil aus, kann ich euch sagen. Ich bin hin und weg, was für ein Unterschied das macht, ja, auch so von der Appearance, also wenn man da die Tür aufmacht und es sieht alles so freundlich aus und so schön und boah, geil, geil. Werde ich euch in den nächsten Tagen auf alle Fälle mal zeigen. Dazu müssen aber die Hämmereien, Kloppereien, Baumfellarbeiten neben meinem Haus aufhören, dass ihr da überhaupt was versteht, ja? Da wird man ja Tiere in der Birne. Zum guten Glück hatten wir in den letzten Wochen so viel zu tun und waren echt viel unterwegs, weil da hüpfst du ja irgendwann im Dreieck. Wie gesagt, nächste Woche ist mein Mann weg. Da könnte es dann passieren, dass es wieder ein bisschen mehr von mir zu sehen gibt auf YouTube. Muss ich mal schauen. Weil ich glaube, so eine kleine Pause. Weil das Ding ist ja, ich habe euch ja erzählt, dass meine Stunden gecuttet werden. Ja? Dass Sarah mehr Stunden bekommt. So. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich jetzt sogar noch mehr arbeite wie vorher. Weil ständig irgendwelche Fahrer fehlen. What's happening? Wenn man auf einem Schichtplan steht, dann taucht man doch auch zu der Schicht auf. Also,
verstehe da die Arbeitsmoral und Arbeitsmotivation von einigen Leuten nicht. Apropos Arbeit. Am Freitag war ja Valentine's Day und Leute, ich kann euch sagen, das war der busiest day ever. Also so etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und ich hatte eigentlich mit Johann abgemacht, dass ich eine kurze Schicht bekomme. Und dann kam letzte Woche die Schicht raus und dann habe ich meinen Schichtplan gesehen und habe noch gedacht, ach, da bin ich aber froh, dass ich eine kurze Schicht habe von 12 bis 6. 6 hours. Bin zu Johann hin und habe dann gemeint, excuse me. Und ja, dann hat er halt gemeint, nee, er braucht mich mittags und zum Vorbereiten, weil für Valentine's Day mussten wir 3-mal so viel vorbereiten an Essen, Boxen und. Dass er gesagt hat, ich bräuchte dich eigentlich. Gut, und dann habe ich aber zu ihm gesagt, okay, kein Stress, aber ich muss um 6 zu Hause sein, ja. Weil Valentine's Day feiern mein Mann und ich jetzt zwar nicht, ihr wisst es, ich bin kein Freund von, aber so ein bisschen halt für kleine Mäuschen, ne? Ja, und das hatte er mir dann auch zugesagt. Und Johann hat ja auch nochmal einen Chef, ja? René. Und wir zwei kommen nicht miteinander klar. Ich weiß nicht, was die Plumpsbrummel mit mir für ein Problem hat. Ich habe ihr nie was getan. Nie. Und sie ist nicht oft im Laden, aber wenn sie da ist, meint sie, mich irgendwie pieken zu müssen, ja, und blöd von der Seite anmachen zu müssen. Und das war jetzt eben auch am Freitag der Fall. Und am Freitag ist mir dann noch echt der Arsch geplatzt, ja, so dass ich Samstag und Sonntag nicht wusste, ob ich überhaupt noch einen Job habe, weil ich ihr einfach mal den Marsch geblasen habe. Also ich weiß nicht, wie sie in die Position gekommen ist. Es interessiert mich auch nicht. Tatsache ist, dass sie in der Position gar nichts zu suchen hat, weil sie weder was von dem Store weiß, weil sie weder was von den Menschen weiß, die in dem Laden arbeiten. Ich bin einer der härtesten Arbeiterinnen da drin, ja. Und ich weiß, das hört sich sehr arrogant an, aber it's just what it is, okay? Ich bin immer früher da, ich bleibe immer länger da. Wenn jemand fragt, ob ich die Schicht nehmen kann, mache ich. Ich schleppe da drin alle Kisten und Boxen in der Gegend rum. Ich bin wirklich der Arsch vom Dienst, ja? Aber ich meine das jetzt nicht in a bad way, nee, überhaupt nicht. Ich mag meinen Job sehr, sehr gerne. Ich mag auch die Menschen, mit denen ich arbeite. Und das weiß sie alles nicht. Und auf jeden Fall hatten Johann und ich am Freitag eben diese Regelung. Okay, ich bin den ganzen Tag da. Aber ich muss dann halt auch wirklich um 6 gehen. So. Dann hatte mich Johann morgens angerufen, kurz nach 10. Ob ich nicht sogar noch früher reinkommen könnte. Es wäre noch so viel vorzubereiten und er wüsste nicht, wo links und rechts ist und bliblablub. Habe ich gesagt, okay, don't you forget, I'm going home at 6 o'clock. Yes, Miss Sandra. Okay. Wir uns auf jeden Fall alle an dem Tag die Hacken abgerannt in dem Laden. Leute, ernsthaft, das war nicht mehr normal. Wir hatten zwischendurch über 90 Orders auf der Screen, dass wir überhaupt nicht mehr wussten, was Sache ist. Ja. Es waren überall Pizzen und Wings und überall im Store verteilt, sodass die ganzen Fahrer ihre Lieferungen überhaupt nicht mehr gefunden haben, weil die überall verteilt waren. Und um 5 Uhr meinte eine Plumpsbrumme Miss Renee in den Laden zu kommen. Hier mit ein bisschen Schoki und was weiß ich was. Weil ja Valentine's Day war und sie meinte, sie kann da jetzt wieder alles an sich reißen, hat überhaupt keine Ahnung, wie hier die Lieferungen gesetzt werden müssen. Ja, wir hatten Doubles und Triples, was bedeutet, wir hatten 2-3 Lieferungen im Auto und sie hat dann alles an sich gerissen, war sofort verärgert, dass keiner irgendwie Danke gesagt hat für die abgeranzte Schoko-Scheiße, die sie damit reingebracht hat. Das hat uns
alle in dem Moment überhaupt nicht interessiert. Wir haben weder mitbekommen, wie du in den Store reingelaufen bist, wir haben nicht mitbekommen, was du in der Hand hattest, ja. Und uns interessiert gerade überhaupt keine Schoki und irgendwelche Süßigkeiten, Herzen, weil wir hier nur am Rumrennen sind. So, auf jeden Fall, die Alte hat da ihr Ding gemacht, wie auch immer. Und ja, es wurde dann 5:45. Und 5:45 habe ich dann aber für mich gedacht, oh, fragst du gar nicht, ob du heimgehen kannst, nimmst noch eine andere Lieferung mit. Und dann sollte ich so um 6:15 wieder da sein. Passt auch noch. Ich um 6:15 in den Laden rein. Screen, Display genauso voll wie vorher. Habe ich gedacht, ach du Schande. Weil ich ja kein Arsch bin und mir das dann einfach leid getan hat, ja, für den Johann, weil Johann wusste auch nicht mehr, was Sache ist. Das war jetzt sein erster Valentine's Day als GM, ja, also als General Manager, und das war jetzt halt auch so eine Probe für ihn, und das hat mir alles so leid für ihn getan, weil viel ist dann auch schief gegangen und. Habe ich gedacht, komm, Miss Sandra, halt die Klappe, nimm noch eine Lieferung. So. Dann kam aber Johann um die Ecke und sieht mich, und ich frage ihn so, also, ja, ist da irgendeine Chance, dass ich irgendwann mal demnächst nach Hause gehen kann? Ja? Mit dem Ding, ja, ich nehme noch eine Lieferung. Das war eine Conversation between me and Johann. Dann kommt Renee um die Ecke und dann mit ihr, was weiß ich wie hoch, die ist 1,33 m, so ein Zwerg, ja, mit ihrer kratzigen Stimme, meint dann hier, what makes you think you can go home during rush hour? You leave when I tell you to leave. Bitch, what? Und das Ding war, die Amanda, eine Arbeitskollegin von mir, die hat sofort gesehen, was bei mir passiert ist. Ja? Die hat mich sofort gepackt, hat mich nach hinten gezogen und hat gesagt, Miss Sandra, breathe. Ja? Atme dreimal durch. Ja, sag mal, hallo? Hat die gerade zu mir gesagt, was die gesagt hat? Und dann meint die Amanda so, ja, lass dich gar nicht drauf ein. Da ist er, I'm gonna tear her a new asshole. Ich war wirklich kurz davor, die durchzulassen, ja, weil dieses ständige Eingemische in irgendetwas, wo sie überhaupt keine Ahnung von hat, in eine Konversation, die sie überhaupt nichts angeht. Sie wusste nicht, dass ich eine lange Schicht hatte, obwohl ich eigentlich eine kurze Schicht hätte haben sollen. Sie wusste nicht, dass ich knapp 2 Stunden noch früher reingekommen bin, wie ich eigentlich gescheduled war. Und sie wusste nicht, dass ich um 6 Uhr eigentlich hätte Feierabend haben sollen. Und es war ja schon fast 6:30, ja? Sie wusste das alles nicht und meinte dann aber, hier einen auf Willi machen zu müssen. Und das sind ja die Richtigen. Aber, wie gesagt, zum guten Glück hatte mich Miss Amanda nach hinten gezogen. So, dass ich dann runterkommen konnte. Und bis ich zurückkam, war ich auch schon ausgeklockt zur nächsten Lieferung. Und ich habe dann meinen Scheiß fertig gemacht und bin raus ins Auto. Und im Auto, kennt ihr das, wenn ihr so sauer seid, dass ihr heulen müsst? Leute, ich saß in einem Auto drin. Ich habe geflennt wie so ein kleines Kind, dem man gerade den Lutscher weggenommen hat. Ich habe mich kaum noch einkriegen können. Dann habe ich meinen Mann angerufen. Mein Mann total, ja, weil das war auch nicht das erste Mal, dass er von Renee das erste Mal gehört hat. Also er weiß die Situations, die wir zwei schon miteinander hatten. Und das war jetzt so die Situation für meinen Mann zu sagen, are you setting her straight or am I setting her straight? Also so nach dem Ding, klärst du das mit der Alten oder muss ich reinkommen, ja? Und Tatsache war für mich halt, wenn ich das mit ihr kläre, so wie ich das klären wollte, wäre mein Job weg gewesen. Ja? Und dann hat aber auch mein Mann gesagt, ja, fuck der Job. Ja? Du brauchst den Job nicht. Seit einem Jahr machst du da drin den Arsch. Die nutzen dich aus, wenn sie dich brauchen, bla bla bla. Und ja, ich hatte dann einfach so
ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es war aber, okay, ich habe jetzt mit meinem Mann gesprochen, scheißegal, ob ich den Job jetzt nicht, ob ich den Job jetzt verliere oder nicht. Also wir brauchen den Job jetzt nicht finanziell, auch wenn sich das sehr arrogant anhört. Aber da hat man nochmal eine ganz andere Einstellung und eine ganz andere Rückendeckung, weil man dann ganz anders mit der Situation umgehen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Alles klar. Und in meinem Kopf war dann, alright, woman. Alright, just wait till my ass is off the clock. Ja. Und so war es dann auch. Um 8:30 bin ich dann ausgeklockt worden, um nach Hause zu gehen. Johann hat sich bei mir, glaube ich, 1000 Mal entschuldigt. Der hat sich überhaupt nicht mehr getraut, mich anzuschauen, ja. Ja, einfach weil er mir versprochen hatte, dass ich um 6 nach Hause gehen kann. Aber es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und wie ich dann ausgeklockt war und die Alte nochmal um die Ecke gekommen ist, habe ich der mal 3 Takte erzählt. Ja. Und dann bin ich nach Hause und wusste nicht, ob ich noch einen Job habe, weil ich habe die gerade stehen lassen. Ich habe dann zu ihr gemeint, ich kann euch das gar nicht mehr so genau sagen, wie die Situation abgelaufen ist. Es war wie, als ob ich neben mir gestanden bin und habe mir selbst zugeschaut mit der Conversation, ja, mit Renee. Und wie ich fertig war, ich habe überhaupt nicht auf eine Antwort von ihr gewartet oder das war mir scheißegal, was die Alte zu sagen hat. Ich habe mich rumgedreht und bin raus. Und es war dann wie in so einer Zeitlupe, ja. Der komplette Laden war ruhig und keiner hat eigentlich mehr das gemacht, was er hätte machen sollen, weil normalerweise spricht keiner so mit Renee. Ja, aber mit mir spricht so auch keiner. Und ich sag ja, ich mache in dem Laden alles. Ich bin nie am Meckern. Ich bin nie irgendwie. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann von so einer Plumpsbrumme schon wieder so angekeift und angegiftet zu werden. Und sie macht es jedes Mal, wenn sie kommt. Wenn sie mit mir ein Problem hat, dann soll sie das klären, ja. Aber nicht immer so dieses draufdrücken, nur weil sie die höhere Position hat. Weil wenn es nämlich mal weggegangen wäre von dem Geschäftlichen, ja, nur person to person, also wenn das jetzt so ein menschliches Ding gewesen wäre, ich hätte die Alte platt gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich meine jetzt nicht Gewalt, ja, also Gewalt ist keine Lösung. Aber der hätte ich mal die Leviten gelesen, die hätte gar nicht mehr gewusst, wie sie heißt, ja. Und ja, deswegen, wenn du mit mir ein Problem hast, warte, bis ich auf der Clock bin, dann können wir rausgehen, können wir quatschen, sagst du mir, was deine Situation ist. Aber diese ständige, blöde Anmacherei und immer was zu meckern, Ja, jetzt haben wir 4 Uhr. Die Uhr sagt was anderes wie die. Und meine Uhr habe ich heute vergessen. Jetzt haben wir 4 Uhr 26. Um 4 Uhr 45 geht meine Schicht los. Wie lange ich arbeite, das weiß ich nie. Wir kriegen zwar immer eine Schicht, aber bei uns muss man sich um die Outtime nie Gedanken machen. Weil man geht sowieso immer später nach Hause. Also es ist immer nur wichtig zu wissen, wann man anfängt, wann man Feierabend hat. Das weiß man nicht. Und ich sag euch auch ganz ehrlich, wäre die Alte bei uns öfter im Laden, würde ich da auch nicht mehr arbeiten. Ja? Aber die kommt wirklich zu den Anlässen, wo sehr, sehr viel los ist. Wo sie halt in ihrer Position auftauchen muss. Aus was für einem Grund auch immer, weil eine Hilfe ist sie nicht. Sie weiß sowieso nicht, was sie macht. Aber, boah, guckt mal, Leute. Die haben da Tomaten drauf geknallt ohne Ende. Wäre die öfter im Laden, würde ich mir das nicht antun. Nee. Bei aller Liebe. Ich mag den Job, ich mag die Menschen, mit denen ich arbeite. Und ich gebe mir auch echt viel. Wo mein Mann schon mehrere Male gesagt hat, boah, dass du das so durchziehst. Ja. Aber ich gebe mir nicht alles. Und es kommt auch immer
auf den Ton an. Ja? Der Ton macht die Musik. Mehr habe ich euch gar nicht zu erzählen, meine Lieben. Wir sind jetzt aber auch hier 31 Minuten dabei. Wobei 7 Minuten habe ich da wahrscheinlich von gekaut. Aber ich werde jetzt noch schnell fertig essen. Und dann, ja. Oh, shoot. Jacke habe ich auch vergessen. Geil. Zum guten Glück ist es heute nicht ganz so kalt. Ich melde mich aber den nächsten Tag auf alle Fälle bei euch. Wenn es zu Hause ein bisschen... Der Hörer ist. Sorry, Schätzelein. Jetzt wart ihr einfach weg. Was ich sagen wollte, ich melde mich den nächsten Tag auf alle Fälle bei euch. Wenn es zu Hause ein bisschen ruhiger ist, was die Surroundings angeht. Und dann zeige ich euch, was wir gemacht haben. Es ist echt schön geworden. Naja, dann mache ich das Video jetzt nicht länger. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und break for it. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, es ist mir entfallen, dann war es aber auch nicht wichtig. Ich werde jetzt noch meinen Burger zu Ende essen und dann gehe ich arbeiten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!